In einer nahen Galaxie der Wikinger lebte der unbesiegbare Prinz Ewald. Er war sehr mutig. Besonders, wenn es darum ging, um das Herz einer schönen Prinzessin zu kämpfen. Aber wegen seiner Tollpatschigkeit geriet er oft in Schwierigkeiten. Ups. Oh, wie bin ich denn hierher gekommen? Ich kann mich an nichts erinnern. Ich glaube, ich habe die Schlacht gewonnen. Aber wo ist die Prinzessin? Der Prinz hat keine Ahnung, dass er in der Zukunft ist. Helle Lichter, ein rutschiger Boden. Ist das Hexerei? Ewald denkt, er träumt. Oh, wow, die Prinzessin ist da. Der Prinz wird diese Chance nicht verpassen. Hallo, Prinzessin. Will die Lady, dass ich für sie kämpfe? Ich nehme die Challenge an. Er folgt Cindy und steht sofort vor seiner ersten Challenge. Der Kampf mit der Rolltreppe war nicht einfach. Aber der tapfere Prinz hat es geschafft. Warte, sag mir, wie ich dein Herz erobern kann. Anscheinend reicht es nicht, dass ich viele Schurken und ein Monster besiegt habe. Cindy weiß gar nicht, was sie sagen soll. Der scheint verrückt zu sein. Sorry, ich bin spät dran. Es war schön, dich kennenzulernen. Bye, Prinz. Was könnte schlimmer sein, als von dem Mädchen, das man liebt, zurückgewiesen zu werden? Ewald wird nicht aufgeben. Cindy hat ihr seltsames Abenteuer im Einkaufszentrum fast vergessen. Was soll das denn werden? Jeder träumt von einem Prinzen auf einem Pferd, aber nicht Cindy. Möchtest du auch reiten? Dieser Kerl scheint echt verrückt zu sein. Yeah. Man kann ihn nicht ignorieren, denn Ewald folgt dir überall hin. Prinzessin, es ist meine Pflicht, auf dich aufzupassen. Ein Glück steht mein Auto gleich hier. Cindy geht zu ihrem Auto und verabschiedet sich von diesem nervigen Spinner. Das graue Pferd hat die Prinzessin aufgefressen? Auf so etwas war Ewald nicht vorbereitet. Aber er hat keine Zeit, sich darüber Gedanken zu machen. Er muss ihr folgen. Oh, er hat sie fast eingeholt. Ja, der Prinz weiß, was er tut. Endlich kann er sich den Feind genauer ansehen. Wow, die Rüstung ist ziemlich robust. Viele Griffe. Ein Spiegel. Ich sehe gut aus. Warum mag mich die Prinzessin nicht? Ach ja, wo ist sie eigentlich? Es ist gar nicht so einfach, den Kerl loszuwerden. Ich muss mich beeilen. Die Prinzessin will ins Schloss gehen. Aber man kann auch nicht mit leeren Händen zu der wahren Liebe gehen. Oh, was ist das? Aha. Es sieht jedenfalls schön aus. Mein Herz gehört dir, Prinzessin. Oh, er ist echt süß. Es ist kalt draußen und du bist nicht gerade warm angezogen. Komm erst mal mit rein. Magst du nie doch den Prinzen? Freu dich lieber nicht zu früh. Du wirst gleich wieder richtig Probleme bekommen. Wow, was ist das? Er sieht überrascht aus. Die Fahrstuhltür schließt sich. Und Ewald denkt wohl, dass der Fahrstuhl eine Bedrohung ist. Ich habe uns gerettet. Komm schnell raus. Ewald ist schon draußen. Die Treppe ist sicher. Aber es ist so anstrengend. Was? Ich laufe schon ewig. Und das ist erst der zweite Stock? Wer hat diese Festung entworfen? Wann enden diese Stufen? Endlich, ich bin am Ziel. Geht es dir gut? Du siehst müde aus. Ja, mir geht's gut. Es gehört sich nicht für einen Prinzen, sich zu beschweren. Sieh dich um. Mach es dir gemütlich. Bin gleich wieder da. Wow, das ist kein gewöhnlicher Palast. Was für ein seltsames, dunkles Bild. Bleib weg von mir. Der Fernseher will dich nicht angreifen. Aber der Prinz hat sowas noch nie gesehen. Nimm dich vor der Fernbedienung in Acht. Wow, Prinzessin. Wie bist du denn da reingekommen? Der Prinz versteht es nicht, aber er will Cindy retten. Oh nein, das Stromkabel. Ups, wo ist sie? Wird die Prinzessin für immer in dieser furchtbaren Kiste gefangen sein? Was habe ich getan? Hey, was ist denn los? Er würde diese Stimme überall wiedererkennen. Oh, ein Glück. Du lebst. Wieso sollte ich nicht leben? Er muss noch eine Menge lernen.
Oh, wo kommt dieses Geräusch her? Beruhig dich. Ich werde uns retten. Ein Treffer und der Feind ist besiegt. Und doch Cindys Geld. Hast du eine Ahnung, wie viel das gekostet hat? Bye, neues Smartphone. Das war ein harter Tag. Aber jetzt kann sich Ewald erstmal entspannen. Sein Schwert ist immer griffbereit. Nur für den Fall. Der Prinz ist eingeschlafen. Das ist Cindys Chance. Sie wollte sich schon lange mal das Schwert genauer ansehen. Aber es war nicht so einfach, die Waffe zu stehlen. Oh, ist das Schwert schwer. Aber die Prinzessin schafft das schon. Naja, fast. Doch jetzt schafft sie es wirklich. Dieser Stahl soll der beste der Welt sein. Ich werde es testen. Meine Rasier mit einem Schwert? Das wäre ein neuer Lifehack. Wow, es klappt wirklich. Meine Haut war schon lange nicht mehr so glatt. Aber psst, kein Wort zum Prinzen. Mein Magen knurrt. Cindy liebt Fastfood. Hey, was ist denn mit Ewart los? Oh, wow, siehst du das? Ich weiß nicht, was du meinst. Da sitzt der König. Ich muss ihn grüßen. Ewart, lass das. Wie der Gast guckt. Also, hier ist dein Burger für dich als Dankeschön. Das ist kein König. Und seine Krone besteht aus Pappe. Weißt du, wie viele Könige es hier gibt? Ja, das ist echt peinlich. Ewart, lass uns gehen. Komm, wir verschwinden. Er ist ein bisschen komisch, aber er ist ein guter Mensch. Also kann ich ihn meinen Klassenkameraden vorstellen. In der Klasse interessiert sich jeder für ihn. Das ist so einzigartig. Ist das ein neuer Trend? Ihr habt euch doch auf Tinder kennengelernt, oder? Der Unterricht beginnt und die Schüler nehmen ihre Stifte. Aber Ewart hat etwas Besseres. Eine Feder und Tinte? Echt jetzt? Ewart, du bist neu hier. Erzähl den Schülern etwas über dich. Ich weiß nicht so recht. Aber nach ein paar Sekunden traut er sich doch. Und dann habe ich dem Barbaren den Kopf abgeschlagen. Wow, sie sind gut ausgewichen, Miss Peggy. Und die Schüler sind total begeistert. Außer Cindy natürlich. Dieses Video wird auf TikTok total beliebt werden. Okay, es wird hier zu gefährlich. Es reicht, setz dich wieder hin. Cindy schämt sich für Ewarts Verhalten. Aber das ist nicht ihr größtes Problem. Der Abschlussball steht vor der Tür. Und sie hat kein Date. Wirklich? Und was ist mit mir? Ich lade dich zum Abschlussball ein, Prinzessin. Die Party läuft super und man erkennt sofort, wie hier das beste Paar ist. Und auch wenn ihre Outfits altmodisch sind. Sie sind wunderschön. Prinzessin, wie wär's mit einem Apfelpunsch? Oh, ein langsames Lied. Wie schön. Möchtest du tanzen? Oh, yes. Seht euch ihre Bewegungen an. Da schaut man gerne zu. Dieser romantische Tanz wird in die Geschichte eingehen. Aber die Zeit vergeht so schnell. Es ist Zeit für Cindy zu gehen. Es ist der beste Moment für einen ersten Kuss. Aber Cindys Mom verdirbt wieder alles. Cindy, komm sofort nach Hause. Aha. Okay, ich muss gehen. Ups, ich hoffe, das hat keiner gesehen. Wie peinlich. Der Prinz sieht ein Seil. Yeah. Oh, das muss ein Zeichen sein. Cindy, ich komme zu dir. Der Ritter klettert durch das Fenster zu seiner Prinzessin. Aber woher kommt das Schnarchen? Ich dachte, dass Prinzessinnen nicht schnarchen würden. Aber sie ist trotzdem süß. Ich bin auch müde. Oh, wo kommt die Banane her? Der Prinz wacht in seiner eigenen Zeit auf. Er sieht nicht besonders glücklich aus. Das ist nicht meine Prinzessin. Oder doch? War das alles nur ein Traum? Endlich! Ich habe so lange darauf gewartet. Weißt du, ich hatte einen seltsamen Traum über die Zukunft. Und ich glaube, es war ein Traum, den wir beide hatten. Wie fandet ihr unsere romantische Geschichte? Würdet ihr gerne in eine andere Zeitperiode reisen? Wenn ja, welche? Schreibt es uns. Vergesst nicht, uns zu abonnieren. Und lasst doch einen Kommentar da. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst.